Jetzt läuft die Aufzeichnung. Hallo, liebe Lilly Conradi, mein Name ist Dagmar Neubronner und wir unterhalten uns heute anlässlich des super Musikverstehen-Seminars von Duncan Lorien aus Boston. Der kommt nach Spanien zu dir. Lilly, erzähl doch mal eben kurz, wie wir überhaupt wieder zusammengekommen sind. Ja, das ist total irre, Dagmar. So schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich riesig, dass wir zusammen sprechen können über dieses Event und ja, unseren Hörern auch ein bisschen Hintergrund geben können, überhaupt zu Duncan Lorien und dem Musikverstehen-Seminar, was jetzt hier stattfindet Ende Mai, hier in der Nähe von Malaga in Spanien. Ja, wir haben uns ja kennengelernt durch eine ganz spannende Situation, weil wir beide Kinder haben, denen wir ein freies Lernen und Aufwachsen ermöglichen wollten und damit jeder von uns so seine gewissen Herausforderungen hatte, auch natürlich mit dem deutschen Schulsystem. Und das andere, woher ich dich kenne, ist, dass du viele Jahre ja für Gordon Neufeld aus Kanada, den sehr bekannten Bindungsforscher, hier in Deutschland das deutsche Programm geleitet hast. Und da habe ich dich eigentlich zum ersten Mal gesehen auf so einer Veranstaltung, wo du gedolmetscht hast und diesen ganzen Abend so schön organisiert und gemanagt hast. Das war ein ganz fantastisches Erlebnis. Und tatsächlich war es dann so, dass ich 2005 durch einen Artikel von dir, du bist ja auch Publizistin und hast einen Verlag und schreibst immer wieder über spannende Themen, gerade über alternativpädagogische Ansätze und ähnliches. Da hast du einen Artikel geschrieben in einer alternativpädagogischen Zeitschrift über dein Erlebnis beim Musikverstehen-Seminar von Duncan Lorien. Und ich bekam das in die Hände und war völlig fasziniert und habe dann 3 Monate später an dem Seminar in Deutschland selber teilgenommen. Und das ist mir erst in den letzten Tagen klar geworden, dass ich eigentlich durch dich dazu gekommen bin. Super, Also, da hat sich doch das mein ist so Leben schon gelohnt. verrückt. Denn für mich war dieses Seminar bei dem Duncan Lorien wirklich, also das hat mich so beglückt eigentlich. Und ich habe auch so viel verstanden. Ich habe immer schon gerne Musik gemacht und hatte aber auch immer das Gefühl, oh, Musiktheorie, nein, danke, das verstehe ich einfach nicht. Und so. Und für mich waren einfach zum einen die Hinweise, die er gegeben hat, wie man wirklich sinnvoll übt, ohne sich kaputt zu machen und ohne aus der Freude zu fallen. Und auch was er dazu, da können wir ja gleich noch darüber reden, was er dazu in Bezug auf Kinder sagt, ne? Wie unsere Kinder eben zum Teil die Freude verlieren würden, wenn wir sie drängen würden und wie andere Völker das auch machen und ethnische Gruppen. Und zum anderen war für mich unglaublich erhellend in dem Seminar, er gibt ja ganz viele historische Hinweise, wie das überhaupt alles gekommen ist, warum wir solche Angst vor falschen Tönen haben zum Beispiel. Das hat mich zutiefst beeindruckt, dass er dann erläutert hat, Papst Gregor, die gregorianischen Gesänge, oh, wie toll. Ja, aber dieser gute Papst oder eben gut in Anführungsstrichen, hat da eine unglaubliche Musikdiktatur eigentlich errichtet. Man durfte nur noch diese Töne und nur noch diese Melodie folgen und nur so konnte man Gott dienen und alles andere war vom Teufel. Und wenn man die falschen Töne und die falschen Melodien und Tonarten gespielt hat, dann konnte man wirklich gerädert werden oder sonst irgendwas. Und das sind ja kollektive Traumatisierungen. Ich weiß noch, wie er das dann so vorgemacht hat mit er ist ja trotz seiner Beleibtheit unglaublich agil, und hat es dann so vorgemacht, wie dann irgend so ein Bauer auf seinem Feld fröhlich ein Liedlein gesungen hat. Und wenn dann der Pastor vorbeikam oder der Priester, dann schon im Grunde ihm das Lied in der Kehle stecken blieb, denn wenn der Priester zum Schluss kam, was singst du denn da, mein Sohn? Es dient das der Mutterkirche. Und diese Einschränkung, die da passiert ist von den tonalen Möglichkeiten. Und natürlich sind ja dann immer wieder alle möglichen wunderbaren Musikrichtungen erblüht. Aber dahinter steckt ja, und das war für mich so zentral in dem ganzen Seminar, das mal von jemand ganz anderem und mit sehr, sehr gutem Hintergrundwissen belegt zu hören. Das, was wir alle, die Musik machen, kennen das ja in dem Moment, wo wir Musik machen, wo wir singen oder musizieren, geht es uns besser. Wir können in dem Moment keine Angst haben. Deswegen mussten ja auch die Soldaten früher singend in die Schlacht marschieren, ne?
Und eigentlich sind wir mit unserem höheren Selbst in Kontakt, wenn wir wirklich in so einer erhebenden Musik sind. Und deswegen ist es gut im Interesse derjenigen, die wollen, dass wir nicht in unsere Kraft kommen, dass wir möglichst nicht selber musizieren, sondern nur den Lautsprecher aufdrehen. Wie war das denn für dich? Du machst ja auch Musik, Lilly. Mir ging es im Grunde ganz ähnlich wie dir, als ich das erste Mal beim Seminar war. Ich habe ja selber auch eine musikalische Geschichte, also ein Gesangsstudium hinter mir, ein klassisches Gesangsstudium. Und ja, mir ging es eigentlich immer so, dass mir viele Dinge verschlossen geblieben sind, die ich gar nicht verstanden habe und die ich quasi wie aus einem ganz natürlichen Impuls heraus auch nicht aufnehmen wollte. So wie man ja heute weiß aus der Lernforschung, dass es eben Lerntypen gibt, die wirklich die Aufnahme von, ich nenne es mal Bildungsmüll, der mit meinem Leben nichts zu tun hat, einfach ablehnen. Also wo wirklich es einfach zugeht, das geht nicht rein. Und das ist eigentlich ein sehr guter Abwehrmechanismus, um sich nicht zuzumüllen mit irgendwelchen unsinnigen Sachen, die mit mir nichts zu tun haben. Und da fiel tatsächlich die Art und Weise, wie man mir Musiktheorie vermitteln wollte, auch drunter. Und auch im Studium war das nicht viel einfacher. Und ich hatte immer so eine natürliche Sperre gegen diese Sachen und musste mich ja natürlich irgendwie damit beschäftigen, weil ich ja Gesang studieren wollte. Und als dann meine Kinder klein waren, habe ich gedacht, nee, also das will ich so nicht mehr. Das will ich denen auf jeden Fall ersparen. Und die fingen natürlich an und wollten dann auch was. Und so im besten Wissen habe ich gedacht, ja, dann holen wir uns jetzt mal Unterricht und so. Weil ne, ich konnte keine Geige spielen. Meine älteste Tochter mit 3 wollte unbedingt Geige spielen. Ja, kann ich nicht. Also ja, und kurz danach habe ich dann aber durch dich den Duncan kennengelernt und dadurch hat sich eine ganz andere Welt eröffnet. Ja, ja, das ist wirklich so. Und bei mir ist es leider so gelaufen, dass ich eben, also ich habe ja, als meine Kinder klein waren, haben wir in so einer Ökosiedlung gewohnt, ganz toll im Allgäu mit eigener Stromversorgung und ganz vielen Familien, mit ganz vielen Kindern und sehr weit ab von allem. Und als meine Kinder dann so 5 und 7 waren, habe ich dann auch gedacht, oh Mensch, und Klavier, sie wollten auch gerne Klavier irgendwie spielen, also sie haben daran rumgespielt, ne? Und ich Idiotin sozusagen, weil ich einfach es auch nicht besser wusste, habe dann gedacht, na gut, da kommt doch immer dieser Klavierlehrer und der kam dann eben gleich zu 5 Familien in dieser Ökosiedlung, ne? So, der klappt alle ab. Und dann habe ich den auch gebucht und ich weiß noch, das war ein ganz netter, so ein jovialer, netter Mann. Aber er hat den Kindern keine Freiheit gegeben, ne? Und wir haben dann monatelang, hörte ich nur dieses in der Weihnachtsbäckerei irgendwie, dieses Lied, ne? Das wurde rauf und runter. Und mein jüngerer Sohn, der hat dann wirklich geforscht am Klavier und hatte dann auch Fragen, kam auch mit Fragen dann zu diesem Lehrer. Weil er dann ausprobiert hatte mit dem Pedal und mit irgendwelchen Intervallen und so. Und der hat das so abgebügelt. Nur, ja, hast du denn geübt? Und ja, das kriegen wir später und so. Mit der Folge, ja, genau, dass meine Kinder nach kurzer Zeit keine Lust mehr hatten. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann eben, man ist ja auch in diesem Muster so drin. Ich habe dann auch den Älteren, habe ich dann gesagt, ja, jetzt musst du aber auch üben. Jetzt kriegst du den Unterricht und so. Und jetzt üb doch mal. Und dann habe ich irgendwann in meiner Verzweiflung zu ihm gesagt, ja, aber du wolltest doch Klavier spielen lernen oder du willst doch Klavier spielen lernen. Und das vergesse ich nie. Dann sagte er, ich will nicht Klavier spielen lernen, ich will Klavier spielen können. Und im Grunde, wenn dieser Lehrer nicht gewesen wäre und ich mir die einfach in Ruhe gelassen hätten, unsere Kinder, das Klavier stand da, der Vater, also mein Ex-Mann, spielte auch ab und zu und ich habe dann erst angefangen zu spielen als nach meinem Musikverstehen-Seminar bei Duncan, weil ich vorher halt, ich habe eben auch meine Geschichte mit Musik und wir hatten zu Hause kein Klavier und ich habe halt dann Flöte und Geige gespielt und bin bei der Flöte hängen geblieben und so, ne? Und habe gedacht, naja, eins kann man nur so. Und das lernt man ja auch dann in dem Seminar, warum, ja? Man kann ja alles. Und da hat mir sehr, sehr weitergeholfen, das, was Duncan dann erzählt hat, wie die Zigeuner, also
Roma und Sinti, aber früher gab es ja die sogenannten Zigeunerkapellen, wie die das machen mit ihren kleinen Kindern, dass eben das Zweijährige, wenn es zum ersten Mal anfängt, sich irgendwie für Papas Geige zu interessieren, dass es eine ganz, ganz kleine Geige kriegt und sitzt da auf seinem kleinen Stühlchen neben dem Orchester in der offiziellen Aufführung sozusagen oder dem Musikmachen und kritzelt da mit seiner kleinen Geige und das ist so leise, das stört niemanden. Und dann kriegt es eine etwas größere Geige. Und wenn es dann an einem Punkt ist, wo man es hören würde, kann es schon gut genug spielen, um nicht zu stören. Und diese Kinder, zumindest war es eben früher so, das ist mir so hängen geblieben, als der Duncan Lohan das erzählte, die halten ihre Kinder nie an, du musst aber jetzt üben, sondern das geht nur über Nachahmung und oh, will ich auch. Und keiner korrigiert dieses Kind, nein, du musst die Geige so halten und nein, sondern es findet seine eigene Haltung, es ahmt vielleicht den Papa nach oder den Onkel oder die Mama, aber es ist ein organisches Lernen und das war und das ist wahrscheinlich bei dir auch der Punkt, da hat Duncan Lohan bei uns offene Türen eingerannt, weil wir ja bei unseren Kindern genau diesen Wunsch haben und hatten, sie frei lernen zu lassen. Und deswegen habe ich auch dieses Beispiel von mir erzählt, obwohl ich damals auch schon mich mit dem Thema beschäftigt habe. Es war noch im Allgäu, insofern ging Moritz auch noch zur Schule. Der ist ja erste Jahr ist er ja zur Schule gegangen. Ich war schon unzufrieden mit dem System. Aber trotzdem war ich gerade in Bezug auf Musik so darin verhaftet, dass ich leider, es hat lange gedauert, mein jüngerer Sohn, der wird jetzt im Herbst anfangen, Popmusik zu studieren, hat sich jetzt beworben und so, spielt wunderschön Gitarre, aber eben E-Gitarre vorwiegend und aber das war etwas, was ganz schleichend nebenbei gelaufen ist und wo wir uns auch dann nach der Erfahrung mit dem Klavier tunlichst nicht eingemischt haben. Wie ist das bei deinen Kindern? Ja, die Geige wurde aufgegeben dann mit 3 Jahren, also angefangen und der Unterricht war nicht interessant mehr oder hat sie auch nicht gereizt. Ist klar, ich meine, 3 ist eh früh, das war nicht aus meiner Initiative heraus, sondern aus ihrer und weil sie es irgendwo gesehen hatte. Und dann hat die Kathleen, meine Große, die hat dann irgendwann auch mit Klavier einfach angefangen, weil sie das auch bei mir gesehen hat. Und bei den anderen auch. Melvin ist 18, der hat dann angefangen, irgendwann Gitarre zu spielen. Davi, mein 15-Jähriger, auch mit Klavier und Chenoa ist 8 und sitzt auch viel am Klavier und aber singt eigentlich fast den ganzen Tag, ist sie eigentlich am Singen, man hört sie. Genau, und so haben sie einfach unterschiedliche Instrumente sich angeschaut und unterschiedliche Sachen ausprobiert, so wie du es auch beschreibst, aus sich heraus und haben sich dann das geholt, was sie wollten. Das ist ja auch das Spannende, dass man sich, kennen wir ja von uns auch, wir wollen ja auch nicht zugetextet werden über irgendein Thema, sondern wir sagen, na, das interessiert mich, oder gehe ich mal irgendwo hin oder lese mal in einem Buch nach. Aber ich will jetzt nur mal so viel Information und nicht gleich komplett irgendwie erzählt bekommen, was ich noch alles machen muss und worauf ich achten muss und so. Nee, ich möchte experimentieren. Und das hast du gerade so schön beschrieben, darum geht es, den Kindern diese Möglichkeit zu geben, aber eben auch uns selber. Du hast es gerade schon angesprochen mit den Naturvölkern oder eben auch mit den Sinti und Roma, deren Kinder das einfach sich abgeschaut haben. Ich erlebe viele Eltern, die dann zu mir kommen und sagen, ja, kannst du denn hier mal meinem Kind Unterricht geben? So, ne? Und da ich ja auch nach dieser Methode eben gerne oder das gerne weitergebe an Leute, und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn mit dir? Ja, nee, ich bin schon zu alt. Ja? Und aber mein Kind, das soll es besser haben, weil ich, so wie wir beide auch, ne, haben eine bestimmte Musikgeschichte, haben diese Leute und haben damit irgendwie abgeschlossen, haben auch traumatische Erlebnisse gehabt, die wirklich sehr wehtun. Und wollen das natürlich für ihre Kinder anders und denken jetzt, oh, das klingt gut, schieb mal mein Kind dahin. Dann kriegen sie von mir immer zu hören, du kommst bitte mit, ja? Und eigentlich kannst du dein Kind erstmal lassen und hörst dir selber an, weil die Methode ist so zugänglich, dass eigentlich jeder, der das ein bisschen selber geübt hat, das auch weitergeben kann. Oder eben dann, wie du es gerade so schön gesagt hast, einfach vorleben kann, sodass dann jemand kommt von unseren Kindern oder auch fremden Leuten und sagt, ja, was machst denn du da? Ja, zeig mal, wie geht denn das? Und es dann einfach nachmachen kann. Ja. Ganz genau. Und dieser Forschergeist, also das, ich glaube, unser Problem ist, dass wir Musik als Bildungsgut empfinden. Und da gibt es so
Ne? Und Kinder gehen da ran und das ist was, ein Ton und da kann man draufdrücken oder reinblasen oder drüber streichen und dann passiert irgendwas. Und es ist für sie eigentlich ein ganz offenes Feld mit unendlichen Möglichkeiten. Und wir versuchen dann, dieses Feld einzuengen, so, aber jetzt spiel erstmal eine Schonleiter und dann spielst du erstmal diese Etüde und wenn du Glück hast, dann noch irgendwie was Nettes aus den Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach und irgendwie so. Und dann schnurrt das schon so zusammen. Und das ist wie wenn wir unserem Kind ein Spielzeug schenken, ein Auto, und das Kind macht da irgendwas damit und wir sagen, nein, so musst du das machen, brumm, brumm, und das wird nicht mehr bewegen. Weißt du, André Stern hat mal erzählt, hat er bestimmt an 1000 Stellen erzählt, aber das hat mir auch so gut gefallen, wie er seinem kleinen Sohn einen riesigen Spielzeuglastwagen mitgebracht hat von irgendeiner Reise und hat sich so gefreut irgendwie über dieses. Und sein Sohn hat sich auch gefreut und hat 3 Tage lang nur mit der Verpackung gespielt, ja, hat den Lastwagen überhaupt nicht angerührt, ja. Und André Stern hat ihn natürlich, der das ja von seinem Elternhaus her kennt, hat ihn gelassen und hat sich zusammengerissen, ja. Aber wie schwer ist das, das sagt auch schon Maria Montessori, dass wir Erwachsenen dieses Unfertige und Ergebnisoffene, was Kinder haben, wenn es gut läuft, so schwer aushalten können, ne? Und immer dann denken, ja, guck mal, das kannst du auch schneller machen und guck mal, das kannst du so machen, anstatt dieses Kind in Ruhe zu lassen. Und ich glaube, meine Kinder waren dadurch ein bisschen gerettet, dass ich einfach immer sehr viel zu tun habe und nicht so Zeit hatte, mich reinzuhängen. Aber wer weiß, was ich sonst mit ihnen angestellt hätte. Und ich weiß, dass sie eben beide einen Zugang zur Musik brauchten, der frei war. Und ich weiß auch, und das ist dann auch die nächste Sache, ihr Vater und ich, wir haben uns in einem, damals war es einer der besten Chöre Deutschlands, haben wir uns kennengelernt und sind eben beide total begeisterte Chorsänger gewesen. Und natürlich haben wir uns gewünscht, dass unsere Kinder auch im Chor singen und haben sie dann auch in den Kinderchor hier reinbuxiert. Sie haben auch eine Weile mitgesungen. Aber sie haben dann beide wieder aufgehört und wir haben dann auch, es ist uns schwer gefallen, ne? Wir hätten gerne natürlich gehabt, dass sie irgendwie da auch Spaß dran haben, gerade weil es uns so Freude gemacht hat. Aber wir haben es ausgehalten, dass sie halt dann lieber Fußball spielen wollten oder irgendwas. Ja. Und wir haben auch gesehen, dass sonst die Gefahr gewesen wäre, dass sie es nicht für sich machen, sondern für uns, ne? Weil sie wissen, Kinder haben da ja einen unglaublichen Riecher, weil sie wissen, die Eltern freuen sich. Und ich meine, es wäre auch Duncan Lorien gewesen, der ein Beispiel erzählt hätte von einer Frau, die Pianistin geworden ist und dann mit Ende 20 oder Anfang 30 gemerkt hat, eigentlich will ich lieber Gärtnerin werden. Und das war auch eigentlich das, was ich hier immer schon wollte. Aber ich bin da so reingerutscht, weil meine Eltern sich so gefreut haben und dann hieß es, ich bin talentiert und dann war es immer, und dann habe ich das im Grunde gemacht, eigentlich für meine Eltern und gar nicht für mich. Und die hat dann tatsächlich noch umgesattelt, ne? Ja. Ja. Und was hat es mit deinem Üben gemacht jetzt für dich? Diese Erfahrung? Ja, also in der Hauptsache hat es den Druck rausgenommen. Du hast das vorhin auch schon angesprochen, diese Angst vor falschen Tönen und das oder diese falschen, sogenannten falschen Tönen oder das Verspielen an einem Instrument als Chance zu sehen. Das war, glaube ich, für mich eine der größten Erkenntnisse daraus. Also da mit einer Leichtigkeit ranzugehen. Duncan sagt, Musik muss Spaß machen, sonst ist es gar keine Musik. Und was wir so, ja, doch viel beobachten können, gerade so in der klassischen Musikwelt, ist doch eine große Ernsthaftigkeit. Also eine Schwere, nenne ich es mal. Ernsthaft möchte man natürlich schon sein mit irgendeinem Thema vielleicht, aber dieses Schwere dahinter, ne? So dieses, wo so eine gewisse, ja, emotionale Ladung auch dahinter ist von Ehrfurcht und bestimmten Instrumenten gegenüber auch. Also ich weiß, zum Beispiel in meiner Schulzeit stand da ein riesiger Flügel im Musikraum, aber da durften wir normalsterblichen Schüler nicht dran. Nur die, die zu Hause Privatunterricht hatten, die durften dann mal vielleicht auch irgendwie da dran. Wir durften den noch nicht mal anfassen. Also solches, wir hatten so eine ganz ältere Dame als Lehrerin da, die das sehr genau nahm. Und diese Schwere rauszunehmen, das und auch beim Üben dann in dieser Entspanntheit zu bleiben,
das hat sehr geholfen. Und was ich auch sehr schätze und was ja ein Thema ist für viele Lebensbereiche, wenn nicht für das ganze Leben, ist diese Langsamkeit, die der Duncan Lorien so sehr betont, zu der immer mehr Menschen ja kommen, auch aus anderen Gebieten, ne? Spirituellen Bereichen oder einfach gesundheitlichen Bereichen, dass es um so eine Entschleunigung geht. Und das sagt er auch ganz klar, dass es darum geht, es akkurat zu machen und egal wie langsam, weil die Geschwindigkeit wird von alleine irgendwann kommen. Und das hat mir sehr geholfen, weil wir kennen das ja alle, wenn wir ein Instrument spielen oder wir kennen es aus der Schule, weil wir halt immer angetrieben worden sind, ne? Dass es schneller gehen muss und du hast nur 45 Minuten für diese Mathearbeit und wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt eine schlechte Note, egal ob du es in einer Stunde perfekt geschafft hättest. Ja, also so ein Wahnsinn eigentlich. Und das überträgt sich natürlich für uns erstmal auf alle Lebensbereiche. Und dann verhaspelt man sich natürlich, weil das Gehirn kommt ja gar nicht so schnell hinterher mit dieser Gehirn-Hand-Verbindung. Wie soll das funktionieren? Das war für mich eine ganz tolle Erkenntnis, für die ich wahnsinnig dankbar bin und die ich mir aber auch immer wieder klar machen muss. Ne? Auch wenn ich jetzt in einem neuen Instrument zum Beispiel mich versuche oder auch am Klavier oder Harfe, die ich länger spiele schon, immer wieder wirklich in diese Langsamkeit zu kommen und nicht in so eine gewisse Angst, das muss doch jetzt klappen. Nee, es muss halt gar nichts. Es kommt, wenn es kommt. Die Muskelwiderstände, die lösen sich von alleine auf, wenn ich den Raum dazu gebe und mich entspanne. Und das bringt er so schön auf einen Punkt, sodass wirklich jederlei Stress von einem abfällt. Das hast du bestimmt ähnlich empfunden auch. Das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und denn ich bin der typische Hektiker, ja, und der alles schnell machen will. Ich bin auch sehr schnell, das kommt dazu. Aber ich will es dann, oh, jetzt bist du unscharf geworden, irgendwas. Ja, ich habe mich kurz bewegt wahrscheinlich, das heißt. Es gibt ja Leute, die kommen nicht aus dem Quark und sind immer irgendwie so, zu denen gehöre ich nicht, sondern ich bin im Übereifer und in der Überintensität und in der Überschnelligkeit. Und für mich war einmal dieser Hinweis, dieser Hinweis, den du jetzt so erläutert hast, mit dieser totalen Langsamkeit, dass man eben nicht, und das ist ja das, was ich als Kind schon immer gemacht habe, man hat ein Stück und es ist wunderschön und es gibt eine Stelle, die ist ein bisschen schwierig, ne? Genau. Schwungvoll und wunderschön und bei dieser einen Stelle dann entweder verlangsamt man das Tempo oder man buddelt so rüber. Und ich kannte das schon von der Flöte und von der Geige. Wenn man das 30 Mal macht, ja, dann, und immer, weil man den Anspruch hat, es so schnell zu spielen, denn den Rest kann man ja schon, ja. Und dann immer an dieser Stelle vertüddeln sich die Finger. Ja. Das ist dann so ein richtiger Knoten. Und den wieder rauszukriegen, geht auch, aber ist viel mühsamer, als wenn man sich von Anfang an zusammenreißt und so langsam spielt, dass man die schwierigste Stelle entspannt hinkriegt und den Rest in dem entsprechenden Tempo, auch wenn das mordslangsam ist. Und das war für mich dann, also in Bezug auf die Instrumente, wo ich schon einige Fertigkeiten hatte, und beim Singen war es für mich einfach nur, ja klar, eigentlich kennt jeder diese Erfahrung und ich kenne auch Leute, mit denen ich über viele, viele Jahre immer gehört habe, wie sie üben. Und sie haben wirklich über 30 Jahre hinweg immer an dieselben Stellen sich verspielt, ne? Und alle wussten das schon. Man hatte innerlich schon so einen Knoten im Ätherleib irgendwie. Ja. So, ne? Und ja. Für mich war dann die Erfahrung, ich habe dann bedingt durch dieses Seminar, habe ich dann gewagt, einfach mich dem Tasteninstrument zuzuwenden und habe mir dann, das ergab sich dann, hat das ein Freund mir ein von ihm selber gebautes, einfaches, jetzt kein dolles Instrument, aber doch schönes Cembalo zur Verfügung gestellt hat. Und normalerweise, dadurch, dass ich ja schon so, dass ich einfach sehr, also ich kenne einfach viel Musik, ich habe einen hohen Anspruch an Musikqualität. Und dann jetzt ich in meinem hohen Alter. Und mit der Langsamkeit habe ich dann einfach gemerkt, wenn ich dann eben dieses besagte aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena, so ding, dickel, dickel, ding, 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 ding. Und ich habe dann das eben in Gehorsam auf das, was ich im Seminar gelernt hatte, wirklich ganz, ganz langsam gespielt, sodass ich nicht in Stress kam. Genau. Ding, tickel, tickel, tickel. So, und dann habe ich gemerkt,
wenn ich das in diesem unglaublich langsamen Tempo spiele, ist es trotzdem Musik. Ja. Und ich kann sozusagen jeden einzelnen Akkord und jede einzelne Wendung so genießen, weil ich nicht im Stress bin, wie ich meine Finger sortiere, sondern, und das ist für mein Gehirn, ich habe dann im Nachhinein gedacht, wie blöd kann man denn sein? Es ist für mein Gehirn überhaupt kein Problem, sich auf diese langsame Art einzustellen. Und ich habe dann hinterher im Nachhinein noch gedacht, das habe ich nie weiter verfolgen können, aber es würde mich mal sehr interessieren. Es gibt ganz viele Stücke, die schon sehr alt sind und wo man heute sagt, wow, was haben die damals eigentlich, ne, wann hatten die denn Zeit, so viel zu üben neben ihrer ganzen anderen Arbeit und so. Ja. Und ich habe dann aber auch oft das Gefühl, die haben das damals vielleicht auch viel langsamer gespielt, weil sie noch nicht so von Hektik geritten waren. Und für mich war das so ein Erlebnis, dass dieses ganz Langsame, wo ich gedacht hätte, wie stinkend langweilig ist das denn? Es war überhaupt nicht langweilig. Es hat mich nur aus dem Stress rausgenommen. Und auch für die Zuhörer war es viel angenehmer, jemanden ganz langsam aber Musik machen zu hören, als jemanden im normalen Tempo und an der Stelle fliegt er raus und da ist er. Ja, genau, weil der Stress überträgt sich ja. Der Stress überträgt sich ja auf die Zuhörer. Der Stress, ne, überträgt sich natürlich. Und das ist ein ganz, ganz toller Punkt, den du ansprichst, weil im Grunde ist das ja eine ganz andere Musikerfahrung auf einmal. Ja, wie du schon sagst, man weiß gar nicht, wie die alten Meister das früher eigentlich gedacht hatten. Oftmals stehen ja auch gar keine Geschwindigkeitsangaben dabei bei den alten Partituren. Aber da hat sich halt dann jemand gedacht, ach, das machen wir jetzt mal so und dementsprechend spielen das alle so, aber so muss es eigentlich nicht sein und dann, so wie du es beschreibst, wird das Musizieren zu einer Meditationserfahrung, wenn man so will und du hast es eben schon angesprochen, man hört ja dann die einzelnen Töne viel besser, heißt, diese Schwingung des jeweiligen Tones wirkt viel länger auf mich und auch auf meinen ganzen Organismus. Wir wissen ja, Schwingungen bringen Heilung, Schwingungen sorgen dafür, dass bestimmte Organe wieder sich regenerieren können und ähnliches. Und das ist natürlich dann bei so einer meditativen Haltung ganz anders möglich, als wenn man da drüber hinweghuscht und noch gestresst dabei ist, weil man das Gefühl hat, oh, gleich verspielt sie sich wieder. Ja. Genau, gleich kommt wieder diese Stelle. Ne? Ich weiß auch, dass Furtwängler ja berühmt dafür war, dass niemand in der Lage war, Bruckner so langsam zu dirigieren wie er, weil man muss es auch eher dann innerlich erleben können. Und wenn man in dieser Ungeduld ist, ich weiß noch von einem Dirigenten, unter dem ich viele Jahre gesungen habe und der auch wirklich fantastisch war, aber der hat mal irgendwann gesagt, das ist ihm so rausgerutscht, hat er gesagt, in Bremen überholt mich keiner, ja? Der hatte auch verschiedene Phasen in seinem Leben, er war auch mal der Langsamste. Es ist dann einfach, aber so dieses immer schneller passt ja auch zu dem immer höher und immer schriller, was dazu geführt hat, dass wir eben aus den Schwingungsbereichen, die eigentlich uns körperlich entspannen, jetzt auf 440 Hertz hochgegangen sind, statt 432 im Grunde, das bringt uns dann auch schon in so eine Hektik, weil es nicht mehr mit den physikalischen Gegebenheiten zusammenpasst. Genau. Und der Körper unser Geist, der spürt schon genau, was er eigentlich braucht. Also mir geht es teilweise so, dass ich Musik in 440 Hertz, dass mir da ganz anders wird, also ganz unangenehm. Ich mag am liebsten ein Klavier dann stimmen, dass ich es wirklich in der anderen, also zum Beispiel 432 oder in einer anderen Heilungsfrequenz dann eben stimmen kann, weil dieses 440 irgendwie mir nicht gut tut tatsächlich. Ja, und ich habe vor allem, das ist mir aber auch dann erst im Zusammenhang mit dem Seminar von Duncan Lorian, also das hat in mir, merke ich jetzt eigentlich, über so viele Jahre so viel nachgewirkt und so viele Dinge sind mir im Nachhinein klar geworden. Zum Beispiel, ich habe ja sehr, sehr viel Chorerfahrung und wie jeder, der im Chor singt, weiß, sind alle Chorleiter der Welt die ganze Zeit damit beschäftigt, die Leute sozusagen, also die Tendenz ist immer, die Chöre singen immer zu tief, ja. Und wenn man sie lässt, sie gehen immer in eine tiefere Schwingung. Und ich habe da gedacht, unter Umständen hängt das auch damit zusammen, auch bei A Cappella-Gesang, dass man sich eigentlich
immer in dem Bereich wieder einschwingt, der organisch ist, ja. Denn ich habe mit dem einen Chor wirklich, das war ein sehr, sehr guter Chor und wir haben ganz viel A Cappella-Musik gemacht. Das kann man ja nur mit Chören machen, die eben in der Lage sind, auch sauber zu singen. Und es war aber immer, der Kampf war immer, es gab bei uns sogar den Spruch dann, lieber zu hoch als unsauber, weil unsauber eigentlich immer hieß zu tief. Und durch diese Geschichte mit, dass wir eben mit der Gesamtschwingung heute künstlicherweise, ist ja interessanterweise, ich glaube 1933 war diese Konferenz, wo dann beschlossen worden ist, wir gehen jetzt alle Orchester weltweit auf 440 Hertz, eben dieses eigentlich zu hohe. Vielleicht, wenn Menschen singen und keine Instrumente da sind, die sie ständig höher peitschen, damit es passt, kommen sie immer wieder auf einen niedrigeren Schwingungsbereich, der aber harmonischer ist. Und ich weiß, dass es immer so viel Anstrengung kostet, genauso wie es ja immer Anstrengung kostet, wohltemperiert zu singen, weil es ja eigentlich unsauber ist. Das erklärt Duncan Lorian ja auch so wunderbar, diesen Unterschied zwischen alter Stimmung und der temperierten Stimmung, wo dann alle Chorleiter in der ganzen Welt immer, ja, und das müsst ihr hochdenken und in dem Lied müsst ihr das dann tief denken und so, weil es eben temperiert ist. Aber so fühlt man es nicht, sondern man fühlt es eigentlich mit dem Körper, die Zellen fühlen es eben ganz anders. Und das ist für mich so, so spannend, jetzt zu erleben, dass es ja auch eine richtige Bewegung gibt, die mit diesen natürlichen und alten Stimmungen experimentiert und sich das wieder anguckt. Denn der Grund ist ja eigentlich nur dafür, für diese wohltemperierte Stimmung, wo alles ein bisschen schief ist, dass man eben alle Tonarten spielen kann, ne? Und man hat sich dann umgewöhnt, dass es sich für uns richtig anhört. Mhm. Und das hat ja auch ganz neue Musikrichtungen ermöglicht. Ist auch okay, man muss ja jetzt auch nicht nur in die alte Musik zurückgehen. Aber dass wir über diese Dinge ein Bewusstsein haben und auch darüber ein Bewusstsein haben, wie wir auch über Musik manipuliert werden. Ne? Ja. Also, das finde ich einen super interessanten Punkt. Vielen Dank, dass du das ansprichst. Und ich denke, ja, dass es ganz sicherlich so ist, ne? dass Chöre oder auch als Einzelperson, wenn man jetzt nicht gerade eine Stimmgabel hat oder ein Klavier, wo man sich orientiert, eigentlich tendenziell immer einen Ticken tiefer ist. Ja. Ich habe auch die Erfahrung mit meinen Kindern gemacht, gerade meine Jüngste, die Chenoa, als die anfing, so, also machen sie ja schon als Babys, dass sie so gurren und singen und so, aber als das dann ein bisschen deutlicher wurde, das waren alles Töne, die nicht auf dem Klavier zu finden waren. Ja. Das fand ich so interessant und ich konnte die dann teilweise gar nicht nachsingen, weil ich habe natürlich meine 12 Töne so im Kopf, ne? Also die Klaviertöne so im Kopf, dass ich dann probiert habe, mich ihr anzugleichen, wenn sie irgendwie einen Ton so gesungen und gehalten hat, habe ich gedacht, ah ja, da schwinge ich mal ein, ging nicht. Also das musste ich richtig üben dann, um in eine andere Frequenz zu kommen. Und du hast es gerade schon total gut beschrieben, im Grunde sind wir, wenn man so will, mit dieser Musik Frequenz amputiert. Also diese Frequenzen wurden uns weggenommen. Natürlich gibt es sie noch. Man kann sie natürlich mit anderen Instrumenten oder auch mit einem Klavier, wenn man es anders stimmt, kann man sie erzeugen, aber sie begegnen uns ja nicht im Alltag oder nur wenig, also in der westlichen Musik eben gar nicht. Und wenn wir dann andere Musik hören, indische oder türkische, dann kommt uns das manchmal sehr schräg vor. Ja, es gibt ja kann man manchmal, können manche Leute dann gar nicht aushalten. Das stimmt. Ja, und ich war mal, 89 war das schon, da war ich immer in China, so als Rucksacktouristin, und 89, da war China wirklich noch das Land der Fahrräder und so. Und da hatte ich mehrmals Gelegenheit, eine chinesische Oper zu hören, so wirklich eben in echt, ne? Mhm. Und alle sagen, oh, furchtbar und so. Und ich habe gemerkt, ich habe das aufgesaugt. Das war wie, nicht, dass ich es verstanden hätte, aber ich fand es so, das war wie eine Befreiung, dieser ganz andere Frequenzzusammenhang, mit dem man da konfrontiert war. Und ich hatte das war wie soll ich das beschreiben? Wie Barfußlaufen für meine Füße. Ja? Ich habe auch mal so ein Survival-Training gemacht, wo man dann eben eine Woche lang war ich nur barfuß unterwegs. Und als ich dann wieder in meine Sandalen angezogen habe, meine Füße, die haben richtig geweint, ne? So, oh, jetzt wieder nur diese glatte Sohle, wie interessant war das mit Freiheit. So ein Gefühl hatte ich, dass meine Ohren so dieses
mein Gehirn dachte natürlich die ganze Zeit, das ist ja komisch. Und, aber meine Ohren fanden, oh, das ist ja mal was Neues, das ist ja mal interessant. Ne? Und ja, ja, genau. Letzten Punkt würde ich gerne noch ansprechen, der ist sehr heikel, aber ich habe immer schon gemerkt, dass man mit Musik, also dadurch, dass wir in Musik, wenn wir Musik machen, so bei uns sind und so beglückt sind, kann man andererseits, werden auch Inhalte darüber transportiert, die wir so gar nicht akzeptieren würden. Und mir ist das so aufgefallen, da mache ich mich jetzt vielleicht bei manchen unbeliebt, aber ich habe ganz viel auch geistliche Musik gemacht und im Kirchenrahmen. Ich war zwar selber nicht in der Kirche, aber das, wir machen einfach die schönste Klar. Musik und so. Ne? Und dann ist mir immer schon ganz früh aufgefallen, bestimmte, also gerade die Texte bei Bach sind ja zum Teil so grauenvoll irgendwie, so so schrecklich, dass mich dein Angstschweiß kühle und immer liebes Jebulein hier und da und so weiter. Und ich habe dann immer gemerkt, die Texte sind eigentlich unerträglich. Ja. Aber wenn ich dann, wenn ich sie singe, wenn ich dann den entsprechenden Bach-Choral oder Hamollmesse oder irgendwas, wenn ich es singe, dann kann ich es irgendwie schlucken, weil einfach die Musik so schön ist. Und bei den ganzen Passionen, das ist ja eigentlich auch ein ganz bestimmter Inhalt, der da transportiert wird und mit dem ich eigentlich so dieses ganze Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und wir sind schuld und so weiter und so weiter. Und die Juden sowieso, weil sie ihn gekreuzigt haben, unseren Heiland. Das sind alles Sachen, die ich im wachen Zustand überhaupt nicht zustimme. Aber wenn ich dann die Passionen gesungen habe, wo eben jemand, wer auch immer, aber eben Bach zum Beispiel, seine ganze Genialität da reingehängt hat, das unglaublich genial in Musik zu bringen, dann schluckt man es irgendwie runter. Ja? Und, ja. Und die Inhalte schluckt man irgendwie gleich mit. Und dann habe ich gedacht, mir hat dann mal eine, das war Jutta Belle, die, mit der habe ich gesagt, ja, aber ich sehe, was die Kirche macht und dass es eigentlich ein Herrschaftsinstrument ist und pipapo. Aber die Kirchenmusik, ja, was ist denn damit? Ja. Die ist so schön. Und dann hat sie nur einen Satz gesagt und der hat mich jahrelang beschäftigt. Und die hat gesagt, mit Speck fängt man Mäuse. Ja. Und es hat dazu geführt, letzten Endes, dass ich jetzt das war wirklich ein ganz langer Prozess für mich, aber ich bin jetzt aus den kirchlichen Zusammenhängen raus und habe im Moment jedenfalls, mache ich diese Musik nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, es muss was Neues kommen. Wir brauchen eine ganz neue Art von Musik, die das neue Sein zum Ausdruck bringt und wo wir unsere Bewusstseinsschritte auch wiedererkennen. Und wenn ich all meine Liebe und all mein ganzes Bewusstsein immer wieder in diese alten Gefäße von Sünde und Tod und Fegefeuer und was nicht alles und Erlösung von außen und da kommen dann die Engel und der liebe Jebu und machen alles wieder rein. Das ist es ja nicht. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Musik. Und dafür brauchen wir aber auch die Freiheit, damit umzugehen. Und sowohl die Art und Weise, wie wir eben mit dieser Schwere, wie du das so schön formuliert hast, lernen, Musik zu machen. Und diese Traditionen, mit denen die ganze Zeit bestimmte Inhalte, wie viele Menschen gehen Jahr für Jahr, also Weihnachtsoratorium, ne? Das ist einfach, da geht man rein, das gönnt man sich und so. Und jedes Mal wird man wieder mit Inhalten angefüllt, die man eigentlich längst überwunden hat. Ja? Ja, und ja, mit ja. Weltanschauungen, ja, genau. Welthaltungen, die uralt sind und die auch bestimmten Zwecken dienen und die uns gar nicht dienen. Aber weil die Musik so schön ist, ja. Nimmt man den Rest irgendwie mit in Kauf. Und das habe ich mir so angeguckt. Und es ist, ich habe dann vorher gedacht, wenn ich das mal aufhöre und damit lasse, oh Gott, ja, also ich habe dann wirklich, ich habe mir dann einmal noch, ich hatte die Möglichkeit jetzt nochmal das Weihnachtsoratorium Teil 2 mitzusingen, einfach so eine Probe, Silvesterkonzert, da sind immer viele weg und dann kann man da eben auch bei guten Chören nochmal eben reinspringen als erfahrener Chorsänger. Und ich hatte mich da angemeldet und dann habe ich so gemerkt, irgendwie, ah. Und dann habe ich
In der Küche beim Arbeiten habe ich mir dann den Teil 2 nochmal angehört und habe wirklich Rotz und Schnotten geweint. Ich habe so geweint, als ich das angehört habe, weil ich mir jetzt noch merke, weil es so schöne Musik ist und der Inhalt ist zum Kotzen, wenn man mal genau hinfühlt, ja. Der Inhalt ist totale Manipulation und total, das stimmt vorne und hinten nicht, aber die Musik ist genial. Und dann habe ich gemerkt, so, das war jetzt mein Abschied. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die Musik nicht wertschätze. Aber ich kriege es in mir einfach nicht mehr zusammen, diesen alten Wein in den neuen Schläuchen, ne? Oder meinen neuen Wein, den ich in mir habe, in diese alten Schläuche zu kippen, sozusagen. Das geht einfach nicht mehr. Ich warte jetzt sozusagen, wo es mir entgegenkommt, neue Arten Musik zu machen und mit der eigenen Stimme und mit den eigenen Instrumenten. Ich habe jetzt für mich angefangen zu improvisieren, so ganz vorsichtig, weil ich denke, wir brauchen eine neue Musik, mit der wir uns wieder finden können. Die alten Lieder, sowohl die Volkslieder als auch die, natürlich ist da ganz viel Gutes und so, aber wir brauchen auch etwas, was unserem Bewusstsein jetzt angemessen ist. Ne? Ja, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass wir darüber auch reden, aber ja, das finde ich so schön, weil das entspricht 1:1 meiner Erfahrung. Mir geht das, du hast es so schön ausgeführt und ich konnte immer nur nicken, ja, mir geht es genauso, wenn ich dann irgendwie eine Opernarie schmettern soll. Also das eine ist die geistliche Musik, wo man sagt, oh meine Güte, ich muss mich klein machen dafür und ich bin der Sünder und so, das passt nicht mehr. Und dann kann die Musik noch so schön sein, man schafft es nicht mehr richtig, ne, das zu singen. Und das ging mir auch über die letzten Jahre immer mehr so. Und das andere ist natürlich, das andere große Thema in der Musik ist die Liebe, ja, die immer besungen wird. Und dann dieses I'm nothing without you, baby, ja, auch in der modernen Musik, ja, so die mach mich klein und ohne dich kann ich nicht sein. Und das wird dann auch so richtig. Du gehörst mir. Genau, das sowieso. Das ja eh sowieso. Und dann werden wir auch wieder klein gemacht, also entweder klein durch eine Institution oder klein durch einen Partner, der uns so da haben will und da halten will, wo wir dann sind. Und das ist halt das andere große Thema der Musik, was auch gerade in der modernen Musik ja eine Riesenrolle spielt. Und da geht es mir genauso. Dann höre ich ein Lied und denke, ach, wie schön, das spiele ich mal nach oder so. Und dann denke ich, singen will ich das nicht. Und Ja, du sprichst es schon an, neue Musik. Und ich glaube, das ist genau das, was du sagst, dass deine Musik, die du in dir trägst, hervorkommt. Und jetzt sitzt du schon am Klavier und improvisierst fantastisch. Und ich bin dann auch dazu übergegangen, einfach meine eigenen Songs zu schreiben, immer mehr. Ja? Ja. Und natürlich singe ich auch nochmal für irgendwelche netten Menschen eine Operette oder so und verkneife mir dann mein Grinsen. Aber ich habe mich so ein bisschen wegentwickelt aus dieser klassischen Welt, aus dieser rein klassischen Welt, weil ich gemerkt habe, das ist für mich nicht mehr stimmig. Und in der Tat meine ich auch, so diese alten Meister in mir zu hören, die sagen, Leute, mach doch mal was Eigenes. Ja, wir sind 300 Jahre weg und ihr spielt immer noch unsere alten Kamellen. Ich meine, man kann sich das alles schön anhören. Das sind wunderschöne Sachen dabei, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Aufforderung dieser alten Meister geht auch an uns, dass wir, wo wir ja alle so aufgeklärt sind und so weit entwickelt, dass wir doch auch mal bitte in der Musik was Neues kreieren, was fürs Herz ist. Und es passiert ja auch. Ich meine, es passiert ja ganz, ganz viel. Es entstehen neue Musikrichtungen, viele davon, die auch das Herz ansprechen und den Menschen auf eine höhere Ebene heben. Natürlich auch andere, wo das vielleicht dann nur für vereinzelte Menschen möglich ist. Aber insgesamt passiert ja ganz viel. Und das ist auch das, im Grunde die Mission, auf der sich ja der Duncan befindet, dass er das bringen möchte an die Menschen. Kommt und macht eure eigene Musik. Ich zeige euch wie. Er macht ja auch noch ein Kompositionsseminar, Songwriting-Seminar, wo man eben wirklich Schritt für Schritt lernt. Nachdem man dieses Musikverstehen-Seminar absolviert hat, kann man daran teilnehmen. Schritt für Schritt lernen, wie man seine eigene Musik kreiert und wie einfach das eigentlich ist. Ganz genau. Und das war für mich jetzt auch so interessant bei meinem Sohn, der jetzt eben im Herbst anfangen will, Popmusik zu studieren. Und ich habe immer gedacht, der spielt, seit er 6 ist, spielte eben Gitarre und ich weiß noch, der Nachbarsjunge hatte Gitarrenunterricht und ich habe dann nur gesagt, willst du da mal zuhören? Oder er wollte es auch gerne und dann hat er gesagt, ich will aber nicht selber. Ne? Das war dann noch aus der Weihnachtsbäckerei das Trauma. Ne? Du hörst nur zu. Ne? Und dann kam er raus und hatte nur zugehört, hatte aber solche roten Backen und hatte so eine kleine Blase an seinem kleinen Fingerchen, weil er eben doch mal
probiert hatte. Der Lehrer hatte eben, willst du mal probieren? So einfach so. Und es weiß ich noch, wie aus einem winzigen kleinen Fingerchen, dieser Blase und ganz rote Backen. Ich habe nur zugehört. Und er hat dann, ich habe immer so ein bisschen innerlich betrauert. Ich habe auch eben auch gesagt, guck mal hier gibt es diese Jungstudentenstatus an der Hochschule für Künste in Bremen und hättest du nicht Lust, du spielst doch so viel und so schön und so. Und natürlich hat er dann irgendwann angefangen, eine E-Gitarre und Metal und all diese Sachen. Und er hat sich das dann immer angeguckt, aber irgendwie ist er da nie drauf angesprungen und war eigentlich auch ganz anders unterwegs, wollte dann Mediengestaltung machen und so. Und hat gleichzeitig in mehreren Bands gespielt und hat auch Songs schon selber arrangiert. Aber und dann hat er irgendwann mal, hat er dann mit seinem Gitarrenlehrer darüber geredet und der hat gesagt, mein Gott, Junge, es gibt doch da jetzt neue Studiengänge für, das nennt sich für Popmusik, aber im Grunde ist da eben, da gibt es natürlich auch dann wieder Richtungen und Verfestigungen. Aber ich habe einfach gemerkt, mein Sohn ist einfach davor zurückgeschreckt, vor dieser Schwere. Es ist gar nicht so, dass er nicht selber auch klassische Musik hört und mag und spielt mal, aber in dem klassischen Musikstudium, da ist man ja wirklich ein Novize, der eben 8 Stunden am Tag, der Schwerpunkt liegt ganz stark auf Virtuosität und das kommen ja auch unglaublich tolle Sachen dabei raus. Also ich habe nichts gegen Virtuosität, aber es kann eben, wenn jemand die richtige Charakterstruktur hat oder die damit in Resonanz steht, kann es total neurotisch werden und der Spaß kann komplett verloren gehen. Ich weiß noch, dass ich mal in anthroposophischem Zusammenhang ein Jahr auch Gesang studiert, Schule der Stimmenthüllung nannte sich das, und da waren viele feine Sachen dabei, aber ein Effekt war, ich habe immer gern gesungen und auch gerne so beim Wandern und sowas und ich dachte, Mensch, super, jetzt mit den Freundinnen. Ne? Wir haben dann Wanderungen gemacht und haben unterwegs dann wirklich mehrstimmig gesungen und es war total schön und wir hatten dann eben auch weil dann gemeinsam Liedschatz und es klang wunderbar und wir haben den ganzen Wald damit erfüllt, aber je länger das dauerte, immer mehr, also da gab es dann auch einige, die im Grunde den Spaß an diesem einfach so singen verloren haben, weil sie so damit beschäftigt waren, ihre Technik und was jetzt richtig ist und ob die Zunge auch am Gaumen liegt und so, dass sie sich überhaupt nicht mehr getraut haben, einfach nur mal den Mund aufzumachen und zu singen, sondern dann sofort in der Beurteilung waren, ja, aber da war jetzt die Stütze nicht richtig und bla und blu. Und darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ne? Und dieses Verlorengehen der Freude, das habe ich da eben sehr deutlich beobachten können und habe gedacht, nein, das kann es ja nicht sein. Ne? Und genau, deswegen, liebe Leute, wenn ihr bis hierher geguckt habt, wer es ermöglichen kann, im Moment gibt es ja ganz billige Flüge nach Malaga, von Bremen aus auch übrigens. Ich habe ja sonst spontan gebucht. Also kommt nach Malaga und macht diesen Kurs mit oder bleibt zumindest dran, wann es und wo es die nächsten Kurse gibt. Ich fahre hin und freue mich schon total und wer weiß, was sich daraus an anderen Plänen noch ergibt. Ich habe natürlich auch ein bisschen die Hoffnung, ich möchte ja immer Urlaube für Eltern oder Familien anbieten, ohne Bildschirm. Und vielleicht ist Musik und Tanz ja auch etwas, was dann diesen Affen, diesen Entzugserscheinungen ganz gut auffangen kann. Wenn man dann, also da müssen wir dann unbedingt drüber reden, vielleicht findet ja dann ein ohne Bildschirm, aber mit viel Musik und Kunst Angebot an Eltern mit Kindern und ohne Kinder in Malaga statt irgendwann. Wer weiß, nur mal so, das ist so mein... und ich würde mich freuen, wenn du noch ein bisschen was erzählst über das, was du da planst. Genau, das fand ich sehr spannend, als ich das gelesen habe, dass du ja Urlaube für Eltern und Kinder oder eben auch nur für Eltern anbietest. Was genau steckt dahinter? Was ist da dein Plan? Das ist es eben. Ich habe noch gar keinen genauen Plan, sondern ich sehe nur das, was nötig wäre. Weil ich sehe, es gibt ganz viele Eltern, die wirklich entgegen dem Zeittrend mit ihren Kindern gerne nah zusammen sind und ihnen diese Wärme geben. Und familienfreundlicher Urlaub heißt ja heute in den Katalogen, das Hotel hat eine ganztägige Kinderanimation, die Eltern haben vor den Plagen. Und
da ja schon im Alltag die Kinder so viel weg sind heute, wenn sie zur Schule gehen, unsere nicht, aber ne? Da sind wir ja sozusagen eine gesegnete Ausnahme. Glaube ich, dass der Urlaub, wo alle Zeit haben, ich beobachte, dass es eine Zeit ist, wo es auch viel Stress gibt, wo viel hochkommt und wo im Grunde dieser durchstrukturierte Alltag, den die meisten Familien eben auch schon mit den Kindern haben, wenn dann diese Struktur weg ist, dann weiß man im Grunde gar nicht so richtig, was miteinander anzufangen. Und entweder geht man dann in so eine Überaktivität oder es sitzen doch wieder alle nur an ihren Bildschirmen, auch die Eltern. Ne? Und eigentlich will man aber was anderes. Und ich sehe so vor mir, wenn ich die Möglichkeit, oder meine Traumurlaube, als meine Kinder klein wären eigentlich gewesen, irgendwo zu sein, wo ich mit meinen Kindern schön zusammen sein kann. Das haben wir uns auch immer irgendwie ermöglicht. Aber wo ich nicht alleine bin. Also wo auch noch andere Eltern, die ähnlich drauf sind, wo man sich auch mal mit den Eltern austauschen kann, wo im Grunde so eine Art vorübergehendes Bindungsdorf entsteht, wo die Kinder miteinander interagieren und die Erwachsenen auch. Und man das Kind sieht, mit dem das eigene Kind spielt und weiß, ah, da gehören die Eltern dazu oder die Mama. Ja. Und wo sozusagen wieder eine Gemeinschaft entsteht. Denn wir werden durch diese ganze Bildschirm und WhatsApp und was nicht alles, ermöglicht ja ganz viel, zum Beispiel unser Gespräch jetzt hier, aber wir werden auch so aus dem direkten Kontakt rausgesogen, weil wir immer nur noch alle, ne, gibt Familien, wo die Kinder dann per WhatsApp-Nachricht aus dem Kinderzimmer zum Essen gebeten werden. Ja, klar. Und wir brauchen eigentlich unbedingt diese Erholungszeit. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wenn die Eltern sowas erleben und die Kinder und auch wenn man erlebt, wie das dann aufblüht, vielleicht auch welche Schwierigkeiten man zunächst hat, ne? Und so denkt, dreht die Welt sich wirklich weiter, auch wenn ich nicht mehr ständig auf mein Handy gucke, dass daraus etwas wächst von, was ist eigentlich unsere Qualität als Menschen und wo dient uns das Internet und dieser ganze Kram? Und wo führt es uns von uns selber weg? Und was davon wollen wir eigentlich in unserem Alltag haben? Denn die Zukunft ist in meinen Augen, ich meine, dafür sind wir hier inkarniert oder dafür haben wir hier einen Körper inkarniert, heißt ja im Fleisch. Den haben wir ja nicht, um uns immer rauszubeamen ins Virtuelle, sondern eigentlich ja hier die Erde zu genießen und auch eben dafür zu sorgen, dass sie schön bleibt beziehungsweise wieder schön wird. Und da habe ich das Gefühl, da werden wir ganz stark abgelenkt. Und der Urlaub ist die kostbarsten Wochen des Jahres, ja. Und warum soll man die Neckermann in den Hals stopfen, wenn man auch die Chance hat, wenn man die Chance hat, wirklich bei sich anzukommen und mit den Kindern mal frei und ohne Struktur einerseits und ohne diese Bildschirmallgegenwart andererseits zusammen zu sein, aber auch mit anderen Erwachsenen, mit denen man nicht beruflich oder weltanschaulich oder irgendwas verbunden ist, sondern es sind einfach nur Menschen, die auch Kinder haben und die auch sich dafür, das ist so meine Vision, ne? Und aber ich brauche dafür natürlich einen Ort, der auch schön ist, der preiswert ist, wo viel die Sonne scheint und wer weiß, vielleicht ist mal gar nicht so. Ja, und du sprichst im Grunde eine ganz große Sehnsucht an, die wir alle als Mütter haben und als Väter und als Kinder, nämlich wieder in einer Art Dorfverband zu leben oder in einem Stammesverband zu sein. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, eine vorübergehende Dorfsituation zu kreieren, wo das möglich ist. Und vielleicht trifft man sich dann auch immer wieder genau in diesem Rahmen, weil man sagt, ich habe das zu Hause zwar nicht, da lebe ich, sind um mich herum Menschen, die auch nett sind, aber wo es nicht ganz so vielleicht immer passt von den Schwingungen her und von der Verbindung auf anderen Ebenen. Aber da ist so ein Ort, da zieht es mich eigentlich jedes Jahr hin, weil da kommen Menschen wirklich hin, die ähnlich empfinden in Bezug darauf, wie man Kinder beim Großwerden begleitet und all das. Und das hast du jetzt so schön beschrieben. Also mich zieht es da schon hin. Und wenn das hier in der Nähe ist, ist natürlich super. Schauen wir mal. Die Sonne gibt mir natürlich gratis dazu, sowieso, zumindest meistens. Und das klingt sehr schön, ja, wie im Grunde eine große Sehnsucht, die wir alle haben,
Ganz genau. Das Dorf zu haben, ne? So wie auch gesagt wird, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Und da denkt man immer bei diesem Spruch, finde ich, an die Kinder. Ja, die brauchen viele andere. Aber was ist mit uns Müttern und Vätern? Wir brauchen, das hast du so schön beschrieben, gerade andere Erwachsene um uns herum, mit denen wir uns austauschen können und wo wir unsere Visionen gemeinsam kreieren können und uns gegenseitig stärken können. Ganz genau, und das ist auch die Erfahrung. Ich habe ja jetzt dieses Projekt Frei groß werden, wo es eben eine Wachstumsgruppe gibt für Eltern und einen Arbeitskreis für Leute, die beruflich mit Kindern zu tun haben. Es ist virtuell, aber man wird sich im Herbst, im September treffen wir uns zum ersten Mal dann auch vor Ort. Ja. Erstmal noch dann am Starnberger See, aber das ist sozusagen, soll der Anfang sein. Und ich erlebe immer wieder so viele Eltern und besonders auch Mütter, genau das, was du gesagt hast mit dem Dorf, was ja die Eltern auch brauchen. Es gibt, wir haben so viele Mütter, die voller Liebe und Einsatzfreude sich intensiv um ihre Kinder kümmern und denen ganz viel ermöglichen. Aber der Ausgleich fehlt. Wir brauchen, wenn wir für unsere Kinder diese fürsorgliche, tröstende Alpha-Gegenwart sind, ja, wie Gordon Neufeld das auch beschrieben hat, dann brauchen wir aber auch unsererseits Orte, wo wir wieder auftanken. Und das fehlt eben vielen Müttern, gerade in der Stadt, gerade wenn sie alleinerziehend sind. Und deswegen habe ich ja jetzt eben diese virtuellen, diese geschützten Forumsbereiche. Aber das ist wunderbar und sammelt uns schon. Und meine Vision geht eben darüber hinaus, dass wir uns auch wirklich dann real begegnen, ohne Bildschirmvermittlung. Aber das ist schon mal ein Anfang, wo sich eben Mütter vernetzen und Eltern vernetzen und einfach sagen, oh, ich hätte sie heute an die Wand klatschen können. Ja, das dürfen wir nicht unseren Kindern sagen. Die halten das nicht aus. Ja, aber anderen Erwachsenen, da können wir das sagen. Ah, ja, kenne ich und mir geht's auch so und so und so. Und dann können wir uns wieder auftanken. Und das ist eben so wichtig. Genau. Das ist genau der Punkt. Man denkt dabei immer nur an die Kinder. Aber damit wir für die Kinder das sein können, was sie brauchen, brauchen wir selber eben auch, wir müssen ja auch genährt werden. Wir können nicht, es ist wie so ein Brunnen, wenn der immer geben und den Garten bewässern soll, braucht er auch seine Quellen. Ja. Genau, braucht seine Quellen und braucht vor allen Dingen einen Stöpsel, dass da unten eben dann diese Wanne, wo das rausläuft, ja, dass die erstmal zu ist und dann läuft es drüber und kann alles nähren, anstatt reinzulaufen und unten wieder rauszulaufen. So, ne? Ich jetzt gerade in meiner Arbeit als Trainerin für Selbstfürsorge ist das ein Riesenthema immer wieder, weil ich feststelle, dass die Leute, das kennst du bestimmt auch von vielen Menschen, noch so eine Schwierigkeit haben, wirklich erstmal für sich da zu sein. Das mutet immer als Egoismus an und ähnliches und man versteht gar nicht, dass eigentlich es gar nicht anders geht, als dass ich mit mir selbst gut bin, um überhaupt etwas geben zu können und erstmal selber meine Schale fülle und dann läuft sie über. Ja, das kennt man ja, dieses Gefühl auch, wenn man einfach, oh, und dann muss man gar nicht irgendwie geben, sondern es ist einfach da und Menschen um einen herum fühlen sich gut durch die Energie, die man ausstrahlt und man hat sich selber vorher eben was Gutes getan. Ganz genau. Und du sagst ja, du bist Coach für Selbstfürsorge nochmal hervorgehoben. Da arbeiten wir ja sozusagen, obwohl wir uns jetzt erst durch anlässlich dieses Seminars getroffen haben, schon seit Jahren an denselben Themen. Und das ist genau das, was dran ist. Und diese Arbeit passiert ja auch, dieses Aufwachen. Und das ist auch zum Beispiel sowas, was uns seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, eingeimpft wird, dass aus dieser Nächstenliebe, ne, immer nur ne, Nächstenliebe und eigentlich heißt der Satz ja, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Das heißt ja, kann die anderen überhaupt nur so viel lieben, wie ich mich selber liebe? Und ich selber habe da auch einen langen Weg hinter mir. Selbstfürsorge ist nicht mein natürlicher Begabungsschwerpunkt. Aufgrund der Art und Weise, wie ich groß geworden bin, war ich eigentlich immer bestrebt, alle anderen zu versorgen, damit ich sicher bin. Und ich habe ganz lange gedacht, ich wäre so fürsorglich für alle anderen, weil ich so edel bin, ja. Edel, hilfreich und gut. Mag auch was dran sein, ich will das nicht völlig in Abrede stellen. Aber der Hauptpunkt, und das ist mir dann irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, ist,
ich füttere die Raubtiere im Grunde, weil ich in meiner Kindheit eben die Erfahrung gemacht habe, wenn es allen anderen gut geht und den bedrohlichsten vor allem, ja, dann habe ich eine Chance zu überleben. Und wenn da noch irgendwas für mich übrig bleibt, dann kann ich das so unterm Tisch noch sozusagen in mich, kann ich noch die Ecken auskehren oder die leere Schüssel noch ein bisschen auskratzen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist eigentlich ein Überlebensmodus, in dem ich da bin. Und es ist was ganz anderes, wenn ich aus der Fülle gebe, weil es mir selber gut geht und weil man sagt, weil ich es mir gut gehen lasse. Ja, genau. Und dann geht es mir gut, weil ich es mir gut gehen lasse. Und dann macht es mir total Spaß, wenn ich da jetzt meine Webinare gebe in diesen geschützten Wachstumsgruppe und so. Ich bin danach total aufgeladen. Ich bin nicht erschöpft. Na klar. 3 Stunden Seminar, wie schrecklich. So, mir geht's gut dann. Und so ist es bei dir wahrscheinlich dann auch. Ne? Ja, genau. Ja, und wenn man erstmal so drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich auch logisch. Aber ich weiß, als ich noch keine Kinder hatte und dann immer zu meinem Musikstudium in die USA geflogen bin, das waren dann die ersten Male, wo ich überhaupt geflogen bin, und dann immer die Flugbegleiterin sagt, ja, wenn der Luftdruck absinkt und sich die Sauerstoffmasken da aus der Befestigung lösen, dann setzen Sie sich selbst zuerst die Maske auf, bevor Sie einem Mitreisenden oder einem Kind helfen. Und da weiß ich noch, da war ich dann Anfang 20, habe ja, nein, das geht doch nicht. Du musst doch erst dem armen Kind helfen und so. Und ich habe das erst kapiert, als ich selber Kinder hatte, dass eben eine ohnmächtige oder gar tote Mutter ihrem Kind halt überhaupt nichts mehr bringt. Ja. Und das bezieht sich ja auf alles, ob man nun Mutter ist oder Firmenchef. Ja, ich sage immer zu den Leuten, mit denen ich zu tun habe, stellt euch mal vor, wenn ihr wirklich noch eine Ausrede braucht, um euch gut um euch selbst zu kümmern. Vielleicht braucht ihr die noch, vielleicht braucht ihr die auch schon nicht mehr, weil ihr es kapiert habt, aber falls ihr noch eine braucht, dann stellt euch vor, was passiert, wenn ihr weg seid. Ja, dann bricht das Ganze zusammen, sei es eine Firma, erstmal zumindest, ne, eine Firma, eine Familie, was auch immer. Das heißt, diese Person, um die sich da alles dreht, die muss gut versorgt werden und die seid nun mal ihr. Und dann denkt ihr, ah ja, stimmt eigentlich. Also, ne, ja. Das ist also wieder tust du dann doch dadurch nur was für die anderen und natürlich für dich selbst. Aber erstmal, wenn du es wirklich nur schaffst zu gucken, was würde den anderen gut tun, dann selbst dann ist Selbstfürsorge das Thema Nummer 1. Weil wenn du weg bist, ja, dann bist du weg und dann haben deine Kinder nichts mehr. Das heißt, selbst wenn du noch so drauf bist, dass du gar nicht an dich denken willst, ne, kannst du dann an die Kinder denken, an die Armen, die dich verloren hätten, wenn du nicht mehr bist und das dann wenigstens schon mal anfangen. So, ganz ne? Genau. Da gibt es einen wunderschönen Film, uralt, aus den 50ern ist der, glaube ich, der heißt, ist das Leben nicht schön? Fragezeichen. Also nicht Spielberg, das Leben ist schön, das ist auch ein interessanter Film, der einen anderen Aspekt beleuchtet. Aber in diesem ist das Leben nicht schön? Fragezeichen, ich vergesse leider immer die berühmten Schauspielernamen, da wird auch jemand gezeigt, der versucht, sich umzubringen, weil er das Gefühl hat, er ist vollkommen gescheitert. Und dann kriegt eben ein Engel den Auftrag, ihn da rauszuholen. Und der zeigt ihm dann, wie die Welt wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Ja. Und das ist dann dann sieht er, also jedenfalls kommt er dann zurück und küsst sozusagen alle seine Schwierigkeiten. Es ist gerade so, dass er dann aus Gründen, die er gar nicht zu verantworten hat, Weihnachten im Gefängnis eigentlich verbringen müsste, ja. Und deswegen springt er von der Brücke wegen der Schande und so. Und dann wird ihm das alles gezeigt. Und hinterher kommt er zurück und es ist, ja, ins Gefängnis, ist doch völlig wurscht. Er ist so sehnsüchtig, weil er, ja. Da braucht es eben auch diese Brücke, ne? Zu sehen, was man für die anderen bewirkt hat. Und trotzdem gilt aber natürlich letzten Endes, wenn wir uns selber auffüllen, dann ist es dann sind alle zufrieden, wir und die anderen. Und genau. Sonst halt immer dieses, ach ja, ich kann zwar eigentlich nicht mehr, aber ne, man muss ja so dieses, das ist vergiftet, das Zeug, was man da kriegt. Ne? Also, perfekten Gesichtsausdruck. Aber eigentlich doch nicht so gerne. Also es gibt, das kenne ich eben gut, so die Leute, die dann immer den Kuchen backen und die immer den Dienst machen und immer hinterher noch aufräumen. Und dann gibt es welche, die machen das einfach gerne. Ne? Und es gibt welche, die machen es und es ist sozusagen, das ist schwer, ja. Und sie machen es, um hinterher ihren Platz im Himmel zu haben. Und das mag man dann im Grunde nicht so gerne. Ne? Der Kuchen schmeckt besser, wenn er aus der Fülle und mit Freude gebacken wurde. Ne? Absolut, absolut, ja. So, deswegen gönnen wir uns jetzt dann Ende Mai in Malaga
das Seminar mit Danke Lorien und wer weiß, was noch draus wird. Wir finden ja hier kein Ende. Ich denke, wir sollten jetzt mal aufhören. Ja, genau. Also, aber vielen Dank für deine Zeit und ganz, ja. Bis ganz bald. Genau. Bis dann. Ciao.